Willkommen zurück zu Factorio. Wir sind gerade in der Mission dabei, Fließbänder zu Greifarme zu bauen. Und oh, ich sehe, das ist ja auch schon wieder ein bisschen durcheinander alles. Aber gut, das wird lustig. Hier wollte ich jetzt so eine Haupteisenlinie haben. Ja, und dann würde ich gerne von hier kommen. Das heißt, wir machen hier keine Lampe hin, sondern weiter. Ich frage, ob wir da hinten überhaupt Eisen brauchen. Dann müsste ich hier aber auch runtergehen. Jetzt will ich das Eisen ja so von dem, wo das Hauptzeug ist, so ein bisschen weg. Wir machen das trotzdem erstmal so. Dann brauchen wir hier wieder Untergrund. Das ist kein Untergrund. Gut, so eine Kiste kann ja auch nicht schaden. So und so und so. So, und jetzt wird das Eisen schon wieder richtig knapp. Oh, die Kiste ist voll. Dann machen wir mehr. Aber so ein paar Steine, die nehme ich mir jetzt hier schon gerne noch raus. Und zwar wollte ich hier vorne, ja, machen wir nochmal 4 Stück. So, zap, zap. Jetzt wird es ja schon langsam eng. Also diese Reihe hier ist dann schon voll. Nochmal 10 Stück. Heißt natürlich, dass wir dann gleich wieder mehr Eisendinger hier brauchen. Oh, und hier ist das erste Aliendorf. Hier ist Öl. Gar nicht mal so wenig. Das ist ja auch so, wie die Karte ist. Aber hier riecht das Rote richtig viele Aliens. Puh. Und die Umweltverschmutzung. Die geht aber zum Glück mehr nach Norden als nach Süden. Das heißt, hier, bis die kommen, die greifen erst an, wenn die Umweltverschmutzung die erreicht. Wenn ich das richtig sehe, kann man, glaube ich, auch ein bisschen schlecht sehen. Jetzt bei YouTube geht das sogar nur bis hier, unsere Umweltverschmutzung. Ne, bis hier. Bis hierhin geht die aktuell. Das heißt, da sind wir noch ein gutes Stück weg. Lustig wird es erst, wenn wir dann hier tatsächlich das Öl brauchen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier Öl in doch recht unmittelbarer Reichweite haben. Nur die anderen Ressourcen, die brauchen wir natürlich auch. Die brauchen wir natürlich auch noch. Ah, hier müssen wir noch einmal so. Strom, Strom. Und Strom, Strom. So, jetzt haben wir hier erstmal weiterhin fleißig Eisen. Das muss aber bestimmt noch ein bisschen mehr werden. Deswegen setze ich einfach schon mal die hin, wollte ich sagen. So, dann brauchen wir jetzt erstmal Stahl. Und ihr seht, dann brauchen wir auch gleich schon die grünen Forschungspakete. Ich setze jetzt tatsächlich erstmal nur mit einer Abstand. Ich finde, das sieht einfach optisch schöner aus. Oh, hier haben wir jetzt den Strom gekappt. Das war bestimmt nicht so gut. Und dann können wir hier das Eisen wieder abtransportieren. Oh, keine Strommasten mehr. Machen wir hier mal den Rest, der geht. Dann habe ich noch ach, keine Fließbänder mehr. Ist ja hier wie bei armen Leuten, haben wir da gar nichts. Nix. Ach, das geht sogar. Okay, jetzt hat dieses Eisen hier Vorrang vor dem. Das ist irgendwie auch nicht so ganz günstig. Aber es geht nicht anders. So, das reicht erstmal wieder. Das ging auch schnell. Antriebe Flüssigkeitshandhabung. Schwere Rüstung. Die machen wir auf jeden Fall. Dazu brauchen wir aber Stahlträger. Ach komm, dann machen wir erstmal hier das.
Das läuft so. Jetzt können wir hier oben weitermachen. Genau, da sollten ja noch Kupferkabel möglich sein. Das heißt, ich habe das Band falsch gesetzt. Wenn hier noch Kupferkabel hinkommen. Na gut, jetzt liegt das Band, ist jetzt egal. Müssen wir sonst später nochmal umbauen. Vielleicht reicht es ja auch von der Länge erstmal. Also jetzt erstmal sowieso, aber dann vielleicht auch für etwas längere Zeit. So und dahin. So, und dann müssen wir das jetzt hier wieder runter transportieren. Mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen sinnlos sein, aber auf den zweiten vielleicht nicht. Wissenschaftspaket 2. Quatsch. Keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das ist natürlich Blödsinn. Wir brauchen natürlich hier elektrische Schaltkreise. Ja. So, bei den Paketen sind wir noch lange nicht. So, jetzt müssen wir das da hinten hinkriegen. Da habe ich auch schon eine Idee. Jetzt kommt das, was ich an Factorio so gerne habe, das Verschachteln. So. Dann hier rüber. Ich mag es, wenn diese Fließbänder einfach so ineinander laufen, man gar nicht auf den ersten Blick sieht, wohin man will, wohin man kommt. Eisen brauchen wir. Dann können wir uns jetzt auch hier eben Eisen wegholen. Mit der Kiste geht das ja nicht so gut. Dafür produzieren wir ja zu wenig. 1, 2 auf jeden Fall. Dafür 3. Und Fließbänder. So, hier rein. Da raus. Hier entlang. Sagt, da müssen wir rauskommen. Oh. Nee, hier müssen wir rauskommen. Das macht es einfacher. Nee. So. Dann muss aber hier die Reihenfolge geändert werden. Genau, so rum geht es. Also die Richtung muss geändert werden. So, 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 so und so. So, und dann haben wir jetzt hier Schaltkreise liegen. Und dann brauchen wir noch einen roten Greifarm. Den können wir uns aber nicht leisten, weil wir kein Eisen haben. Rot. Der rote ist ganz cool. Mit dem können wir nämlich Folgendes machen. Dem können wir auf ein Fließband weiter hinten zugreifen. So, der holt jetzt die ran. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass der zwei Komponenten holt und der nur einen. Aber das ist jetzt aus baulichen Gründen so. Der runter. Und jetzt wollte ich das hier auf diese Seite kriegen eigentlich. So ein bisschen erweiterbar lassen und dann können wir, glaube ich, hier schon rum. Das sollte reichen. Hier das gleiche. Fließbänder. Hier bietet sich immer an, in 5er-Schritten zu bauen, weil man so macht, dass er alles bauen soll auf einmal, dann stellt er erstmal die ganzen Komponenten her und man kommt überhaupt nicht weiter. Zack. Hier haben wir jetzt das Passende für die Montagemaschinen. Huch. Wie gesagt, das ist alles hier so ein bisschen verwirbelt und verworbelt, aber
Das muss ja nicht schlechtes sein. Und dann habe ich kein Eisen mehr. Gibt's doch nicht. Beziehungsweise ein paar Zahnräder können wir ja auch ganz gut gebrauchen. Machen wir auch gleich mal zwei Stück. Dann brauchen wir noch vier Ärmchen. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir Montagemaschinen. Einmal, zweimal. Dann legen die das nämlich gleich auf die richtige Seite vom Band. Ja, weil die legen das immer auf die gegenüberliegende Seite. Dann haben wir hier gleich ein Band voll mit grünen und roten Paketen. So und so. Und du stellst jetzt aber tatsächlich das her und du auch. Dann wir schon wieder durch. Schwere Rüstung. Ach komm, machen wir jetzt schwere Rüstung. Dann können wir uns danach dann um den Stahl kümmern. So. Und er stellt jetzt tatsächlich hier grüne Forschungspakete her. Ein Traum. Ein Traum. So, dann brauchen wir noch Kisten für Fließbänder und für Arme. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Moment, ich möchte jetzt raus und wieder reinlegen lassen. Aber das können wir hier machen. Und dann können wir, haben wir hier noch eine Ecke, das da nicht machen lassen. Hier haben wir keine Ecke. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen anders machen. Machen wir erstmal für Arme. Hier geht das sehr gut. Die Kiste ist mir eigentlich zu groß und mir fehlt Holz. Ah. Und wir sehen hier Zahnräder. Das funktioniert so nicht. Da müssen wir auch gleich noch ein bisschen erweitern. Ach, ja. Also man hat immer wieder Optimierungsbedarf, die Fabrik wächst und dann braucht man halt wirklich immer mehr Zeug. Hier sieht Eisen, da kommen wir auch schon kaum noch hinterher. Auch weil der so viel Munition produziert, aber auch die werden wir später brauchen. Oh, vielleicht sollte ich das mal beschränken. Ja, machen wir erstmal 400, das muss erstmal reichen. Ah, schön. So. Ich vergesse gerade wieder, was ich alles machen will. Dieses blöde Kurzzeitgedächtnis. Aber ihr seht, hier haben wir tatsächlich grün. Genau, Holz wollte ich holen. Ha, sehr gut. Haben wir vielleicht schon kaputte Bäume? Nicht so wirklich. Dann müssen wir jetzt den Baum hier mal kaputt. Und dann machen wir den Baum hier noch kaputt. Und dann kann das auch erstmal wieder für zwei Kisten reichen. So. Und dann kommt hier ein Arm hin und hier ein Arm hin. Und dann können wir jetzt, haben wir hier so eine Armkiste, wenn wir denn genug haben. Ja, hier könnte man das jetzt auch machen, aber hier würde er auch Arme einsammeln und das wollen wir nicht. Beziehungsweise können wir die, da, wir können schon filternde Greifarme bauen. Dann hat sich das Problem ja erledigt. Nein, die Kiste, nein, nein, die Kiste brauche ich nicht. Die haben wir ja schon. Wobei. Oh. Dann können wir hier nämlich den filternden Greifarm hinsetzen und sagen ihm, wieso habe ich jetzt hier einen schnellen? Schneller brauche ich doch gerade nicht. Achso, ich baue, genau, schnelle Greifarme sind natürlich schneller. Ich baue trotzdem erstmal lieber mit den gelben. Die brauchen weniger Strom und dann nehme ich die schnellen wirklich erst, wenn ich sie brauche. So, und dem kann ich jetzt sagen, du holst bitte nur diese Fließbänder da rein. Machen wir mal so drei Stacks. Oh.
Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Halt. Der muss auf die andere Seite. Na, ich brauche ja tatsächlich zwei Kisten. Geht nicht anders. So, der. Dann brauchen wir hier noch einen. So. So, jetzt kommt der nämlich auf die richtige Seite, hoffe ich. Du lädst nur ein Fließbänder. Das wird unsere Lagerkiste hier mit rein. Und hier machen wir das mal so. Also dann haben wir jetzt vier Slots. So, genau. Der legt es jetzt nicht drauf, weil hier voll ist. Okay, weil ansonsten haben wir die Fließbänder nur noch auf der einen Seite. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, guckt euch das an. Die roten stapeln sich hier. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt sogar eine Fließbandkiste. Wir haben eine Greifarmkiste. Der kommt aber gerade nicht hinterher, weil wegen Schaltkreisen. Die brauchen zu lange. Dann brauchen wir nochmal zwei Fabriken. Schaltkreise können wir eh nie zu wenig haben. Oder brauchen die zu lange, weil der zu lange zum Einladen braucht. Ja. So, und das ist nicht der Moment. Dark muss dann unbedingt schneller hin. So, das geht dann wesentlich schneller. Der produziert jetzt schnell mehr Schaltkreise in der Zeit. Hier muss kein schneller hin, weil das hier nicht vorläuft. Der nimmt die raus und in der Zeit, in der der rausnimmt, ist schon der nächste fertig und dann kann er immer so fleißig rein und raus lagern. Wir machen trotzdem noch eine zweite Maschine dahin. Hier kommt der Strom hin. Und schneller Greifarm. Normaler Greifarm. Schnell. Normal. So. Dann sollten wir jetzt hier auch kein Problem mehr damit haben. Bis die unten ankommen, reicht das natürlich. Okay, und Zahnräder, seht ihr, das ist viel zu wenig, was wir hier an Zahnrädern haben. Da machen wir auch nochmal eben zwei Maschinen dazu. Dazu fehlt wieder Eisen. Könnte man tatsächlich auch bald wieder erweitern. Beziehungsweise ich hoffe dann eigentlich, dass wir die schnellen Schmelzöfen bald mal haben. So, hier lassen wir einen Platz für Strom. Oh, das habe ich aber überhaupt. Das ist ja viel zu wenig hier. Oh, oh. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir vielleicht dann irgendwie nochmal das ein bisschen umsetzen dann wieder. Zu wenig Platz. So. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Da wollte ich einen hinsetzen. Da wollte ich einen hinsetzen. So. Hier werden jetzt weitere Zahnräder produziert. Viel mehr Platz habe ich gar nicht, aber gut, ich kann ja ansonsten hier die Bänder noch wieder ein bisschen nach unten setzen. Das ist ja kein Problem. Cool. Es wird. Und jetzt haben wir hier auch wieder mehr Zahnräder für die Produktion. Arme sind hier noch nicht so. Gut, und die grüne Produktion hört dann ja auch auf, wenn die hier bis sich oben hin stapeln, wobei wir da sicherlich auch bald dann was brauchen. Ja, und dann ist auch schon wieder vorbei die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, jetzt haben wir hier Schaltkreise. Wir haben die grünen automatisiert.
Und das heißt, wir können dann auch bald in die Forschung hineingehen. Hier haben wir bisher nur das eine Aliendorf. Hier oben ist nochmal ein großes Kohlefeld aufgetaucht. Ja, Eisen wäre so das nächste Wichtige, was dann auftauchen sollte. Und ihr seht, hier sind dann Züge durchaus angebracht. Hier kann man auch schon schön Zug fahren lassen. Hier muss man Zug fahren lassen, wenn man das Öl ranschaffen möchte. Machen wir dann auch alles noch. So viel noch zu tun. Hier als nächstes würde ich dann mich wahrscheinlich um die Verteidigung kümmern. Und hinarbeiten zu den Forschungspaket, zu den besseren Schmelzöfen. Da, die fortgeschrittene Metallverarbeitung wird dann sicherlich das nächste sein, was wir machen. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht, da wir noch kein Öl brauchen. Kommt dann ja aber auch alles bald. Und ihr seht hier, ne, es gibt da noch blaue Forschungspakete und es gibt noch solche Forschungspakete. Ach, hier geht es dann Geothermie, okay. Hier ist dann die Mod mit der Geothermie. Das wird auch noch lustig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.